So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2006. Und bevor wir wieder mit der Season weitermachen, werde ich jetzt einfach mal nebenbei auslosen, welche zwei Finisher ich als nächstes einstelle. Ich habe nämlich kräftig Finisher-Material bekommen, und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Finisher-Vorschläge. Ich werde diesmal eben auflisten und ihr werdet es nachher nicht sehen, aber ich werde bei random.org eingeben und dann werde ich das zufällig auswählen. Auf jeden Fall wurde vorgeschlagen das 619 von Armani Boy 35 und von Simo Plays. Dann wurde der Jackhammer vorgeschlagen von Yes I'm Crazy. Dann die Batista Bomb von The Eiterpole. Der Scissors Kick auch von The Eiterpole. The Last Ride bei Linde 1999. F5 von L2ELP. Der FU auch, der FU von Simo Plays und Rock Bottom auch von Simo Plays. So, das heißt, Randomizer und die ersten zwei gewinnen. Randomized, die ersten beiden sind Scissors Kick und F5. Und die werden wir eben einstellen. Create Mode. Oh, Bildschirm auch nicht hinstellen. Create Moveset. Und ihr seid jetzt vielleicht live dabei, wie ich das einstelle. Falls ihr wissen wollt, der FU war dritter. Rock Bottom war 4. Last Ride 5. Batista Bomb 6. 619 7. Und Jackhammer war 8. Wenn man so sagen kann. Scissors Kick. Sis. Ja, gut, ne? Heißt der Booker T Special oder so ein Scheiß, ne? Das kann gut sein. Oh, ich drücke immer das Falsche, ne? Ne, eigentlich nicht. So, Booker T. Mein Gott. Booker T. Bu. Mein Gott. Doppel-O hier. Booker T Special. Müsste jetzt das Kick sein, jawohl. Und zack, genau den wollen wir haben. Und den F5. Zyklone oder wie heißt der Move hier? Cyclen, jawohl. Den ersten. Oder den zweiten. Ich glaube, der zweite, der ist cooler. Jetzt kraftvoller aus. Da schmeißt er ihn richtig durch die Winde, durch die Lüfte. Und wie ihr euch natürlich erinnern könnt, steht jetzt ein Hell in a Cell 3-on-1 Handicap Match an und wir sind im Handicap. Gegen, ich glaube, Eddie Kurt oder so? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Und das heißt, wir sind ja schon bei No Way Out. Das heißt, WrestleMania ist nicht mehr weit weg. Und ich kann sagen, dass ich dann sogar schon fertig bin. Und ich diese Session fertig werde, also in den nächsten 4-5 Parts. Und ja. Und ich habe mir eigentlich schon so fast alleine entschieden, dass ich auch noch die dritte Storyline spielen werde. Weil ich eigentlich darauf Lust habe. Beziehungsweise, ja, hat gar keiner geantwortet auf meine Frage. Aber ist ja auch egal. Ihr seid ja anscheinend zufrieden. Und ich habe jetzt da The Mouth of the South, Jimmy Hart. Wir hören uns das mal die Katzen an. That's Eddie Guerrero. He's supposed to be in tonight's. Well, from the looks of things, I say Latino Heat ain't gonna make it. He looks to be down for the count to me. Who could have done such a thing? G. Cole, what a brain teaser. I mean, who do you know around here who's got a history of taking guys out backstage in order to solve his problems? Maschine. Gosh, you think Teddy Long might have a clue? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es herausgefunden, wie man da die Ladescreens einschaltet. Da hat mir ein netter Zuschauer doch erklärt, wie das funktioniert. Ich kann ja mal eben gucken, wer das war, damit ich demjenigen auch noch Anerkennung zeigen kann. Despite the fact that the fourth man in this match, Eddie Guerrero, was found unconscious in the locker room just moments ago. So instead of a 3-on-1, it's a 2-on-1. But since the 2 are Kurt Angle and John Cena, I can't see the odds get much better for the number Latino! Wait a minute! That's Eddie Guerrero's music! Is Eddie actually going to make it to the ring after the beating he took earlier? Ne. Oh, what? Oh no. What the? That's Triple H. That's the next zoom. World Heavyweight Champion. What the hell is he doing here?
Er findet jetzt leider nicht den Kommentar, der mir jetzt sieht. Der Kommentar, der mir gesagt hat, wie ich die Screens anmachen kann. Aber trotzdem nochmal danke an den Unbekannten im Moment. Würde doch so lange dauern. Anscheinend ist es Triple H auf unserer Seite oder so? Und das kann er einfach so entscheiden, ohne General Manager, ja? In a cell, no less. By the way, I think now we know who attacked Eddie Guerrero earlier. But why would Triple H do such a thing? Das muss ja denn der Herr Triple H gewesen sein. Oder wie sehe ich das? Christy Hemm. Also Tornado Tag Team Match. Da sind natürlich alle jetzt enttäuscht. Aber was will man machen, ne? Los geht's, wir gehen erstmal raus. So, raus hier aus dem scheiß Serie, kann man wenigstens noch Türen benutzen. Nicht wie bei den scheiß neuen Spielen, wo man alles kaputt machen muss. Dauert zwar ewig mittlerweile, bis man hochkommt, aber das ist ja nicht so wild. Würde ich einfach mal behaupten. So, jetzt warten wir einfach mal und hoffen, dass einer hochkommt. Nur Homo. Ich glaube, ich warte vergebens. Ja, ich glaube, ich warte vergebens. Deswegen gehe ich einfach mal runter. Das habe ich mir wieder toll ausgedacht. Ist alles wieder ein bisschen langsamer, weil ein paar mehr Leute in der Scene sind gerade. Das packt denn mein Rechner nicht mit der Aufnahme zusammen. Nicht ganz. Aber 43 FPS ist schon okay. Später zum Upload. Ja, die uploadfertigen Dateien werden dann später noch 25 FPS haben. Aber das reicht auch für das menschliche Auge. Aber hier im Spiel selber kann ich nicht 25 FPS einstellen, sonst wäre die Geschwindigkeit zu langsam. Also genau um die Hälfte. Genau um die Hälfte würde ich spielen. Hurricanrana! On! One! Wie soll ich denn das Match gewinnen? Da muss ich bestimmt über Aufgabe oder so gewinnen. Ich würde gerne mal raus hier. Damit das ein bisschen schneller geht. Oder was auch immer. Zack. Na komm. Der Cena, der muckt schon wieder auf. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen nicht gespielt. Ich finde eigentlich so gut wie kaum Zeit, außer zu spielen. Also wenn ich Zeit finde, dann nehme ich meistens eigentlich auch gleich auf. Beziehungsweise spielen ich, wenn ich Zeit habe. Jetzt aber gut. Jetzt, ich will ihn jetzt hier aus dem Ring haben. Und er soll jetzt bitte rausgehen. So. Ey! Er geht immer wieder. Lass mich. Ach, scheiße, Stamina. So, das gibt hier auch noch. Jawoll! Erstmal Storn. Und Stamina pumpen. Ja, komm, Triple. Triple H. Geh raus. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm. Einen Moment, Leute. Alles super. Ich habe nur mal wegen dem Sound geguckt. So, jetzt, oh, jetzt habe ich die Musik ausgemacht. Einen Moment, Leute, das machen wir eben nebenbei. Das dauert nämlich nicht lange. Ich gehe einmal auf Shira WMP Ordner mit Windows Media Player wiedergeben den Scheiß. I'm sorry for this first line. Sorry für den Cliffhanger. Für den Scheiß. Scheiß Stoppu muss ich auch wieder neu starten. So, jetzt geht's ab nach oben. Wenigstens kann er nicht an Scheiß Zelda rütteln. Das gefällt mir schon mal gut. So. Hey. Stop it. Anyway. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was für Moves wir hier haben. Aber ich glaube, den F5 und den Scissors Kick. Den Scissors Kick kann ich leider nur mit Ring Ropes zeigen. Und deswegen machen wir jetzt mal den F5. Booyah! Flieg runter! Tschüss! Super! Oh oh! John Cena, der ist schon wieder am Covern hier. Kann gar nicht glauben. Wer hätte der jetzt gewonnen, dann wäre ich ausgerastet. So, komm hoch, Triple H! Hunter! Hurst! Hemsley! Coming down the aisle! So läuft das heutzutage. So, Cena ist oben. Ey, hier, wie heißt er? Curtis ist kurz vorm Submitten. Und was eine Animation. Transition. Was für ein Übergang, was auch immer.
So, jetzt lass mich doch. Buttons mischen. Und glaub it nicht. Can't stop it. Anyway. Anyway. Jetzt komm her hier. Komm her. Bam! Ah, ich dachte jetzt. Entsteht eine kleine Delle, aber nein. Leider nein. Aber. Nur. Aber nein, leider nein. No! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! So, Kön Engel hebt uns jetzt auf, netterweise. Oder auch nicht. Ich finde das dumm, dass man hier nicht auf die normale Entrance Stage gehen kann. Im Hell in a Cell Match. Glaube jedenfalls. Im Vorgänger war das so. Wie ihr bereits wisst, habe ich 2006 nicht so lange gespielt wie 2005. Weil ich 2005 seit meiner Kindheit angespielt habe. Und eigentlich nur. Mir wollte keiner damals mehr ein Wrestling-Spiel kaufen. Warum auch immer. So, ja, Curti, komm jetzt her. Komm jetzt her. Komm her, danke. Bam! Es geht doch. Es geht doch. Es geht doch. Mutsold! Wir müssen darauf achten, dass. Oh, Cena fliegt runter. Wir müssen nichts beachten, aber okay. Vielleicht doch. So, oh oh. Orange Crush Pin! Oh oh. I feel it! Booyah! Komm! Durch die Cell! Jawoll! Und Pin! Kann keiner was dagegen tun! One! Two! Der arme John Cena! Hahaha! Speichert! Ah, oh, wunderbar! Nach nicht mal 5 Minuten. So, ich mir das vorgestellt. Das ist natürlich der Nachteil am Cage, man kann nicht so einfach rein und raus gehen. Jawoll! Aber ich will trotzdem nicht gegen Triple H bei WrestleMania antreten. Triple H! Der ist Best Friends of the World oder was? Best Friends of the World, oder was? I'm sorry to see. By No Way Out. Auf dem Platz, wo No Way Out ja letzten Jahr war, also 2012, also der Juni-Pay-Per-View heißt ja mittlerweile WWE Payback. Nur falls ihr es noch nicht wusstet. Das müsste Tori sein, ne? Tori Wilson. Hallo, Tori. Können wir die nicht sogar auswählen? Oder was Trish? Ich weiß nicht mehr. Oh, Jericho! Triple H! Und Mushing. Das ist richtig. Even you SmackDown-Fans must know when you're in the presence of greatness. And even the most dim-witted one of you recognizes a 10-time world champion when he sees one. Now you all saw that I took out Eddie Guerrero last Sunday at No Way Out and teamed up with this man in his Hell in a Cell. Yeah, it's mushy. It hurts me to say it, but sadly, most of you are probably too naive or quite frankly stupid to understand just why I did it. Na, erzählt uns. We can't talk to you like that, Cole. Well, here's why. As World Heavyweight Champion and greatest living superstar in this business today, I can tell you firsthand that a success story like mine takes more than just pure wrestling skill and athletic ability. To achieve all I've achieved in my unprecedented career, I've lived by values such as sportsmanship, integrity, and fair play. Oh, please, did I just hear him right? That's right. That's exactly why I'm here on SmackDown. Call me old-fashioned, but I believe that when a man earns a WWE title match, the general manager shouldn't stack the deck against him or try to cripple him before he gets it. I'm not gonna stand idly by and let Teddy Long, John Cena, or anyone else screw this man.
out of the main event at WrestleMania. Ah, jetzt so ein bisschen Face Turn, ja. Hey, that's very sporting of him, Cole. He came all the way to SmackDown just to do that. I'll tell you what. Vielleicht will er einfach nicht, dass wir ihn. Come on, don't you see what he's up to? Gegen ihn antreten. Truly inspirational speech. Oh oh. Ich höre da jemanden. And it's all true. If there's one thing we know about Triple H, oh, man, spricht der Jericho. Entschuldigung, ich habe seine Lippen nicht gesehen, wie sie sich bewegen. Wer hätte gedacht, der Kampf Chris, der würde Eric Bischoff kommen. Aber wie schon. Oha, danke. It's not right for SmackDown to try and keep its number one contender from his title shot at WrestleMania. Ah ja, weil er number one contender ist. Ich erinnere mich. To do the same to me. I earned a world heavyweight title match on Raw. And I'll be damned if I let some SmackDown ass-clown steal it from me. Oh, hold on. Fick dich, Player. Und beim nächsten Mal werden wir dann noch herausfinden, was der General Manager Teddy Long so zu sagen hat. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Daumen hoch für cool, Applaus, bis dahin, euer Franz, euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.